Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Dino Crisis 2 Replay mit eurem Mr. Horror Jumper. Und wir schauen uns jetzt mal an, was wir jetzt noch machen, bevor wir weitergehen. Wir müssen nämlich noch ein bisschen Heilung kaufen. Habt ihr gemerkt, sie hat ja öfter mal ihre Regelblutungen und deswegen sollten wir uns auf jeden Fall etwas dagegen kaufen. Eins mindestens, definitiv. Heilung würde ich sagen, ja. Ja komm, wobei so ein kleines, ja. So 800, nee. Komm, eins davon auf jeden Fall. Und Munition, muss ich jetzt mal schauen. Können wir ja noch ein bisschen erweitern, weil die normale Knarre, die ist für mich eher irrelevant. Wir gucken einfach mal. Nachladen, definitiv. Wird einiges kosten, ihr seht es schon. Das ist der Nachteil an dieser Waffe, aber auch der Vorteil. Habt ihr gesehen, die ist gar nicht mal so schlecht und ich liebe diese Waffe einfach. Und die hat man auf einfach schon direkt am Anfang. So, korrekt. Immer her damit. Oh, habe ich gar nicht drauf geachtet. Moment mal, das hat das nicht letztens 5000 gekostet? Ich glaube schon. Stimmt, das erhöht sich ja auch immer vom Preis, glaube ich. Verdammt. Habe ich gar nicht aufgepasst. Ja, ein bisschen blöd. Aber okay, wir machen einfach weiter. Ich habe schon gespeichert. Und diesen Raum müssen wir nicht nochmal durchsuchen, weil hier gibt es nichts. Wobei... Ja doch, Militäreinrichtung, Korridor. Es müssten wieder Dinos kommen. Man hört schon die Musik. Es kann ja nur was bedeuten. Das hier zu öffnen, dann müssen wir erstmal die Waffe wieder wechseln. Ja, ich weiß. Ist ein bisschen blöd, aber anders geht's nicht. Oh ja, steck ihn da durch. Oh ja, es leuchtet grün. So, wir haben nämlich gleich eine Art kleines Rätsel vor uns. Und ich hoffe, dass ich noch weiß, wie es ging. Beziehungsweise was wir machen müssen. Steuerungsraum. So, dieser Raum. Nein, hier kommen keine Dinos, auch wenn sich das so anhört. Glaube ich zumindest. Was haben wir denn hier? Der Status des Sicherheitssystems in der Einrichtung wird auf einem großen Bildschirm angezeigt. Die meisten Kabel sind defekt. Es scheint nicht normal zu funktionieren. Der Status, bla bla bla, schon wieder dasselbe, ist okay. Status, bla bla bla. Ich finde den Raum aber trotzdem klasse, also ich feiere den irgendwie. Es ist ein Supercomputer, oh, wie im ersten Teil, der die Sicherheitsprogramme steuert. Genau, hier gibt es nämlich etwas, und zwar mehrere Schlüssel. Wir müssen den einen Schlüssel dann ablegen und müssen dann einen speziellen nehmen. Gibt es hier irgendwas auf den Stühlen? Weil ich meine, glaube ich sogar, dass hier irgendwo eine Dino-Datei war. Vielleicht zwar nicht jetzt hier an der Stelle, aber irgendwo in der Richtung müsste es, glaube ich... Ja, wir müssen einfach mal gucken. Können wir das hier anlabern? Können wir auch nicht. Ja, ihr merkt schon. Ich will alles mitnehmen. Ich will euch alles zeigen. Auch wenn es etwas dauert. Dokumente sind verstreut. Nach den Statistiken hat sich die Anzahl der Soldaten innerhalb eines Jahres um 2/3 verringert. Okay. Der Leiter dieses Raumes wird dann wohl hier sitzen. Hier sind... viele Terminals installiert. Vielleicht werden sie benutzt. Aber nur vielleicht, Leute. Um Berichte von den anderen Einrichtungen zu bekommen. Und sonst? Okay, hier steht nochmal dasselbe. Ein Haufen Reporte und Aufzeichnungen. Das meiste davon scheinen Berichte von Schäden zu sein, die durch die Dinosaurier angerichtet wurden. In einem der Berichte wird ein Vernichtungsplan der Dinosaurier in der umgehenden... Was? In der Umgegend erwähnt. Achso, dem Bericht zufolge endete der Plan in einem Desaster. Was haben wir hier Feines? Schlüssel, Aufbewahrung, zur Kenntnisnahme. Alle Schlüssel der Einrichtungen werden in diesem Kontrollraum aufbewahrt. Die Farben der Schlüsselterminals entsprechen den Farben der Schlüssel. Wenn die Farben, ja, wenn die Farben, die Farben, die Farben. Wenn die Farben des Schlüssels und des Terminals übereinstimmen, wird das Sicherheitsschloss geöffnet. Aus Sicherheitsgründen kann nur jeweils ein Schlüssel ausgegeben werden. Die elektronischen Schlüssel werden jede Woche neu programmiert. Bring den Schlüssel aus diesem Grund nach dem Gebrauch in das Schlüsselkontrollsystem zurück. So, genau. Hier steht nochmal dasselbe, glaube ich. Genau. Oder? Ne, Moment.
Dokumente sind verstreut. Nach den Statistiken hat sich die Anzahl der Soldaten innerhalb eines Jahres um 2/3 verringert. Okay, das hatten wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Gut zu wissen. Also, was machen wir jetzt? Wir müssen natürlich den Schlüssel suchen, ne? Den richtigen. Ja. Es ist ein System, das alle Schlüssel verwaltet. Es kann nur einen geben, ja. Ein Schlüssel auf einmal von diesem System entfernt werden. So, das heißt, wir müssen den einen jetzt erstmal einsetzen. Und ich glaube, das war der blaue. Kann aber auch der rote gewesen sein. Das ist ein Schlüsselsystem, bla 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 bla, ja ja ja. Und wisst ihr auch, warum ich denke, dass es der blaue war? Ihr habt ja dieses Terminal gesehen und es wurde gesagt, die Farbe des Terminals hat dann dieselbe Farbe von dem Schlüssel. Und das Terminal, wo Dylan, ja, nicht Dylan oder wie auch immer, Dalai Lama oder wie auch immer, ja, war blau. Militäreinrichtung Korridor. Und weil es blau ist, das Lustige war, glaube ich, damals, dass ich einfach mal just for fun gesagt habe, ja, ich glaube, das hat bestimmt dieselbe Farbe wie das. Ich würde mich kaputt lachen. Und dann war es genauso und ja, der damalige beste Freund von mir hat einfach nur gelacht. Militäreinrichtung Eingang. Weil er ist nämlich hin und her die ganze Zeit gelaufen und es blieben nur noch zwei Schlüssel am Ende und ich meinte so, das ist bestimmt der blaue. Der andere kann es nicht sein, wegen der Farbe bestimmt. Wette ich mit dir. Und weil ich es so lustig fand, war es dann auch, glaube ich, so. Und ich glaube, das habe ich mir bis heute noch gemerkt. Ich hoffe es. Also ich habe jetzt nicht im Lösungsbuch nachgeguckt. Oh, kein Schaden. Militäreinrichtung Vorderseite. Ja, ein bisschen Punkte farmen. Aber wisst ihr was? Hier scheißen wir jetzt einfach drauf. Da laufen wir jetzt einfach nur noch durch. Ich kümmere mich nicht mehr um diese Viecher. Ich werde mich, glaube ich, nirgendwo mehr wirklich um die kümmern. Hardware-Lager. So, mal gucken, ob ich recht hatte. Werden wir jetzt sehen. Took you so long. Nice to see you too. You owe me one. I found a young female survivor. But she was uncooperative. I locked her up in the control shack. I'll take her back to the ship. You go on ahead. I'll meet you there. Regina ist mit dem Mädchen zum Patrouillenschiff zurückgekehrt. Cockpit. Ja, Cock. Ja, ist okay, Leute. Just try to relax. What is wrong with you? You're a survivor, right? Please, we're here to help. What's your name? Where are all the others? Where's your family? Regina, you better come and see this. Schiffskabine. Who trashed the place? It wasn't dinosaurs. Someone must have got in here and destroyed all the computers. The activator for the gate is broken too. We can't get back to our own time. It must have been those people with the helmets. They also damaged the engine activator. We can't even move our ship. Okay. We'll have to look for something in this world in order to get us back to our original time. And we have to find parts for the ship too. Hey, before you go, handcuff the girl so she won't run away. There's a facility we haven't gone to yet. You gotta check it out. Right. Cockpit. I'm here to help you. Just calm down. Look, I have to make sure you don't escape.
Trust me. Hey. What are you doing? Stop it. What's the matter? Die Missionsdaten wurden aktualisiert. So, Prioritätsmission. Durchsuche die noch nicht erkundeten Bereiche. Suche Teile für das Patrouillenschiff. Ja, das wird uns natürlich nochmal auf der reizvollen Karte angezeigt, die wir uns sonst so entschieben können. Denn ich weiß ungefähr, wo wir hin müssen. Wir können sie ja nochmal anquasseln. Also sie will uns die ganze Zeit nur befummeln. Oh Mann. Es ist ein Autopilotsystem. Es wurde kein Ziel programmiert. Es startet erst, wenn ein Ziel eingegeben wird. Ansonsten, ich glaube, man konnte jetzt mit ihm auch nochmal ein bisschen was Neues bekommen. Ich glaube schon. Schauen wir einfach mal. Genau, Werkzeug. Genau, hier die schwere Klinge. Die kostet aber einiges und so viel haben wir nicht. Munition und die Waffen, stimmt. Oh, wir haben immer noch nicht genügend. Ja, mit dem ist auch ein bisschen blöd. Wir könnten uns das jetzt eigentlich leisten. Aber ich muss erstmal gucken, wie viel Munition hat der Typ eigentlich noch. Ja, war mir schon irgendwie klar. Ach ja, stimmt, er hat den Flammenwerfer ja auch. Das wusste ich allerdings nicht mehr. Ja, jetzt wissen wir es aber wenigstens. Was können wir denn noch nachladen? Das Magazin? Ja, ich würde sagen, einmal geht auf jeden Fall. Dann haben wir 300. Das ist erstmal okay. Den Rest sparen wir uns. Und machen weiter. So. Gut. Okay. Am besten ist eigentlich... Soll ich mal speichern? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Schiss, wenn ich nicht speichere, dass wir... Ja, kommt. Wir speichern einfach mal. Man kann ja nie wissen. Shop speichern. Wobei... Nee, scheiß drauf. Wenn es dann so sein sollte, dass es mal hängen bleibt oder so, dann ist es halt so. So, wir sind jetzt an Deck. Oh ja. Ich finde, das haben sie auch ganz gut in Szene gesetzt. Oh Leute, so ein Spiel, wo es dann quasi auf so eine Art Schiff wäre, ne? Das erinnert mich immer an Jurassic Park 1. Wo man dann auf diesem einen Schiff ist. Oh Leute. Und dann diese Ego-Perspektive und so, ich fand das so cool. Das war meine Lieblingsstelle aus dem Spiel. Treibstoff für den Tank. Sieht aus wie eine mächtige Kanone. Oh ja. Yeah. Ein Landfahrzeug, speziell für dieses Schiff. Es hat eigentlich alles, was wir so brauchen. Oder auch nicht. Da kann man hin? Okay, das ist jetzt interessant. Es befindet sich Wasser darin. Vielleicht für Notfälle. Okay. Schade. Aber jetzt sehen wir das mal aus einem anderen Blickwinkel. Hätte ja sein können, dass hier eine Dino-Datei versteckt ist, oder? Leute, das kann doch nicht einfach nur so sein, oder? Ne, ich glaube, das soll einfach nur die Freiheiten darstellen. So nach dem Motto, guck dir das Schiff mal aus allen Perspektiven an. Gut, wir gehen jetzt erstmal an Land. Dock-Anlegeplatz. Dort, wo wir mit Regina gestartet sind. So. Okay, soweit ich weiß, müsste jetzt unser Freund nochmal kommen. Da können wir jetzt nicht durch, das heißt, wir werden gezwungen, diesen einen Weg hier zu gehen. Aber das ist okay, damit können wir leben. Ja, ich weiß auch nicht, das war jetzt gerade ein bisschen Bullshit, aber okay. Ja. Man hört es, er ist da und die Kisten sind verschwunden, das bedeutet, wir können da jetzt durch. Komm, dreh dich schnell um. Oh, verdammt, ich hab's nicht hinbekommen. Der wird jetzt springen, Leute. Oder? Springst du? Du wirst doch springen. Ich kenn dich. Ist das dein Ernst? Ja, jetzt. Komm. Ja, perfekt. Ich glaube, so könnte es klappen. Verdammt, ich hab... Oh, 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 knapp, knapp. Ja, diese Punkte will ich mir nicht durch den, ja, will ich mir nicht entgehen lassen, Leute. Komm jetzt. Verdammt, ich hab ihn doch gut getroffen.
Alter, knapp. Es macht eigentlich jede Menge Spaß, gegen ihn zu kämpfen. Wow. Ja, aber es dauert halt immer etwas, ne? Weil ich nicht so viel Munition und Energie verlieren möchte. Ja, Volltreffer. Ohne Scheiß, so habe ich damals nie wirklich gegen den gekämpft, wenn ich ehrlich sein soll. Aber hätte ich die Dino-Datei nie gelesen, hätte ich das nicht gewusst. Aber ich meine, im Let's Play damals habe ich das auch so getan oder gemacht. Was war das jetzt? Jetzt aber. Verdammt! Das war nicht gut, Leute. Das war ganz und gar nicht gut. Ja, komm, hör auf zu schreien und mach endlich etwas. Oder auch nicht. Das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm. Geh schnell runter. Ach, hör auf zu brüllen hier. Ja! Ich habe so ein Gefühl, es ist, glaube ich, am besten, wenn wir jetzt hier so ein bisschen links und rechts laufen. Verdammt! Jetzt! Ja, das war ein Volltreffer. So lobe ich mir das. Ich sollte mich öfters mal ein bisschen mehr trauen hier. Verdammt. Ich habe seinen scheiß Schild. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Ja, komm, los, spring hoch. Jawoll. Aber so ein Mist aber auch. Ich bin einmal getroffen worden. Ach ja, ich hätte ihn jetzt schon wieder treffen können, ich weiß. Ja, jetzt spring hoch. Na komm. Oh yeah. Jetzt warte ich am besten nochmal, bis er runterkommt. Und dann kann ich ihn abschießen. Ah, perfekt. Das lobe ich mir. So sollte es laufen. Aber Mist, ich bin getroffen worden. Passage, Nordroute. Oh, man hört noch mehr. Stimmt, es kommen ja jetzt noch mehr davon. Oh, habe ich ja vollkommen vergessen. Das wird... Das... Alter, das war knapp. Nein, er kommt hoch. Ja, perfekt. Komm schnell. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen nervig, aber wir müssen ein bisschen farmen, Leute. Das könnte ich natürlich auch mal offline machen, aber... Es macht so viel Spaß und ihr wollt es auch bestimmt sehen, oder? Ein bisschen Dino-Action. Oh nein. Alter! Junge! Junge, lass mich los! Oh. Der macht ja weniger Schaden als so... Ja, diese Vibratoren. Ist mir jetzt scheißegal. Ich wollte ihn ein bisschen treffen. Oh yeah. Komm schon, komm schon. Er wird uns treffen, oder? Weil wir gerade hochgestiegen sind. Nee? Verdammt. Oh nein. Oh, jetzt haben wir auch unsere Tage als Mann. Ah. Komm schon, bevor er uns nochmal angreifen wird. Das regt mich jetzt gerade auf. So. Kleines Medipack müsste reichen. Ey, die Zeit wird jetzt sowas von verplempert wegen diesen scheiß großen Sauriern. Ich habe euch ja gesagt, das wird irgendwann mal Standard. Also es sind normale Gegner dann. Alter, knapp. Komm schon. Ah, ich wusste es, dass wir nicht dran vorbeikommen. Nein, 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 er wird uns nochmal treffen. Ja, komm. Alter. Nein, hör doch auf. Warum muss ich denn jetzt schon wieder bluten? Alter, wie viel Glückstreffer machst du? Ich glaube, das ist einfach bei dir so ein hohes Risiko. Alter, wie viel Energie, wie schnell wir verlieren. Also, wie schnell wir Energie verlieren, meine ich. Alter, jetzt habe ich schon all meine großen Medipacks verbraucht, wegen diesen Typen. Ja, klar. Wie viel Glück hast du, dass ich schon wieder blute? Ja, okay, ich kann verstehen, dass diese Blutung hier irgendwie Standard ist bei dem, ne? Weil der ist ja schon ein Brocken. Endlich, er ist wenigstens tot. Ja, der Mist ist jetzt... Ja, die Blutung hält, glaube ich, 40 Sekunden oder so. Das heißt, die hört jetzt gleich auf. Das habe ich im Lösungsbuch nachgelesen. Also, falls jemand irgendwie Grund zur Panik hat, ich kann denjenigen beruhigen. Das Coole an diesen Dinosauriern ist, die bleiben da liegen, soweit ich weiß. Und hier kann es sogar sein, dass hier irgendwo was lag. Müssen wir mal ein bisschen uns umschauen. Komm schon. Die Zeit muss doch jetzt gleich weg sein. Ich möchte nicht mehr bluten. Gott sei Dank habe ich nachgelesen, dass die nach einer Zeit aufhört, die Blutung.
Aber man merkt schon, die Blutung ist schon ziemlich happig, oder? Also wir haben richtig noch viel Energie verloren. Hätte ich nicht gedacht. Ah, hier vorne. Was? Da ist ein, was? Eine Zugangskarte. Sie muss durch die Strömung hier hingekommen sein. Dritte Energie. ID-Karte. Ja, die findet man erst später. Beziehungsweise es wird uns, glaube ich, aufmerksam gemacht, dass man die quasi da findet. Da müsste irgend so ein Blatt, glaube ich, hier diesen Fluss entlang kommen. Ich glaube, das wäre jetzt auch passiert. Seht ihr jetzt, glaube ich, nicht. Zwischen den Felsen befindet sich eine Quelle. Blätter und andere leichte Gegenstände treiben sich in dem Wasser. Genau, hier wäre dann nämlich so ein Blatt. Da genau, seht ihr das? Das kann ich euch jetzt nochmal kurz zeigen, weil ihr es nicht gesehen habt. Dann seht ihr so, wie das sich bewegt. Und man denkt so, hä? Warum wird uns das so angezeigt? Und warum ist das so ein Blatt? Ist schon sehr merkwürdig. Und genau, das führt uns nämlich jetzt genau dahin. Und dann sieht man, oder beziehungsweise dann fängt da, glaube ich, was an zu blinken. Aber wir haben ja die Karte jetzt schon. Genau, seht ihr? Es geht nämlich dahin und dann findet man das Item dort. Okay, ich glaube, hier war sonst nichts. Da konnte man noch nicht durch. War hier echt keine Dino-Datei? Das ist schon was her, wo ich die letzte Dino-Datei gefunden habe. Das verunsichert mich gerade ein bisschen. In diesem Part schaffen wir auch nicht so viel, wie es aussieht. Aber okay. Wir wollen ja jetzt hier keinen Speedrun machen. Das sieht sehr merkwürdig aus, diese Stelle. Deswegen dachte ich, okay, die kannst du ja mal anquasseln. Oh Gott, oh Gott. Gehen wir mal weiter. Dschungel-Nordroute 1. Boah, wir haben sowas von Schaden erlitten. Das ist gar nicht mehr feierlich. Genau, jetzt sind wir hier und diese Kiste, die da unten war, die ist jetzt weg. Alter, ist das dein Ernst? Komm schon. Ja, wenigstens eine Dreier-Kombo. Boah, echt? Das ist unsere letzte Heilung? Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Jetzt lass mich mal überlegen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, wir müssen ja durch dieses Gift-Ding. Genau. Da müssen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt auch mal sofort hin. Aber ich glaube nicht, dass wir noch in dem Part großartig noch irgendwie weit kommen. Alter. Ja, komm, Konter meine ich. Ja, das ist einfach nur wegen dem Reflex. Der eine hat uns getroffen, oder? Ich glaube, ja. Alter, ich wollte schon sagen. So, nix wie weg hier. Ja, wir wurden getroffen. Nordroute 2, also Dschungel. Man hört schon... Hier läuft etwas, beziehungsweise etwas Großes. Und die haben Angst. Nicht umsonst hauen die ab, die Vibratoren. Ja. Ich finde das auch so cool, wie die das hier so in Szene gesetzt haben. Ich feiere das total. Da ist er, unser Freund. Hallo. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Oh, ist er nicht süß? Er ist doch der netteste Saurier von allen. Den muss man einfach lieb haben. So. Wir haben keinen Schaden. Kriegen wir jetzt Bonus? Nein? Dschungel, Nordroute 3. Achso, wir bekommen bestimmt keinen Bonus, weil hier keine Dinos aufgetaucht sind, die wir hätten töten können. Ja, das Spiel, das weiß schon, wann es uns Punkte gibt und wann nicht. Ja, ist ein bisschen blöd von der Kamera, ich weiß. Das macht das Ganze ja so schwer. Aber im wahren Leben wäre es ja genauso. Man weiß nicht genau, wo ein Dino direkt auftaucht und... Die kommen einfach so aus den Ecken herausgesprungen, beziehungsweise aus den Gebüschen. Okay, bis jetzt haben wir eine gute Kombo. Jetzt muss ich ein bisschen weit... Alter Falter, komm mir nicht in die Quere. Nee, ist klar. Ich glaube, der lebte noch, oder? Aber wir haben keinen Schaden. Dschungel Nordroute 4. Na, du? Oh yeah. Alter, der hat überlebt? Warum hast du überlebt? Du hast doch dieses geile Geräusch von dir abgegeben. Oh Mann. Komm, kletter schnell hoch, schnell hoch. Bevor der jetzt hochspringt. Alter.
Was hältst du aus? Aber es sind ja die Grünen, ne? Die halten ein bisschen mehr aus. Hm, gehen wir da hoch oder gehen wir da runter? Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Ja, der eine springt hoch, ich springe runter. Und wir treffen uns zu einem Duell. Habt ihr es gesehen? Der da hinten versucht, da hochzuspringen. Das war so lustig. Versucht das jetzt nochmal. Alter, er hat es geschafft. Okay. Nix wie weg hier. Alter, der ist schon relativ schnell, ne? Habt ihr das gesehen? Aber wir haben wieder keinen Schadenbonus. Wasserturm. So. Jetzt werde ich noch ein bisschen herumfummeln. Ja, ich werde herumfummeln, Leute. Munition. Wobei. Ja, wir könnten uns jetzt die Waffe mal leisten. Aber ich muss sagen, dass die Waffe nicht so wirklich gut ist. Also, sie gefällt mir nicht ganz, aber ich wollte sie euch ja zeigen, ne? Ja, komm. Nach und nach muss man es sowieso kaufen. Munition und Heilung. Am besten noch Heilung. Auf jeden Fall davon, falls wir wieder auf diesen einen Dino treffen, der so Monster Hunter-like ist. Sagen wir es mal so. Ja, davon können wir uns eins leisten. Ja, komm. Und eins davon müsste reichen. So. Okay. Dann soll ich den Part beenden, Leute? Ja, die Dinos, die halten einen wirklich krass auf, ne? Ich überlege gerade, wo wir jetzt hingehen könnten. Ah doch, ich weiß, wo wir noch hinlaufen können. Da, wo Regina herkam, wo dieses eine Mädchen zum ersten Mal quasi festgemacht worden ist. Weil wir haben ja jetzt hier die Machete oder wie auch immer und damit kommen wir dann weiter. Sumpf, nördliche Giftzone. Denn wir müssen diesen Weg hier jetzt entlang laufen. Ich weiß gar nicht mehr, sind jetzt... Ja. Ich wollte schon sagen, sind jetzt hier normale Vibratoren und ja, also normale sind das ja nicht, das sind ja die grünen. Alter. Bleib bloß unten. Ja, um den Rest kümmern wir uns auch noch. Keine Sorge. Ich habe, glaube ich, die Munition gar nicht nachgefüllt, oder? Ne, ich glaube nicht. Aber es ist jetzt erstmal Latte. Alter. Ja, nee, ist klar. Mach doch jetzt nicht sowas. Ja, klar. Steh nochmal auf. Ist okay. Holy shit. Nein, ich wollte den hinter mir treffen. Oh. Jetzt haben wir doch keinen Bonus. Oh, Mann. Warum muss das denn so sein, hä? Na, scheiß auf dich. Wir haben sowieso schon Schaden erlitten. Sumpf, südliche Giftzone. Also, wie gesagt, ne? Es ist wirklich ein deutlicher Unterschied zum ersten Teil. Weil es kommen einfach so viele Dinosaurier, die man einfach über den Haufen schießen muss. Und dann mit den Kombos und so, mit den Punkten. Ich glaube, das haben sie wirklich am besten so gemacht. Weil die wollten, glaube ich, ein bisschen das Feeling haben, mehrere Saurier zu töten. Dass man dieses Angstgefühl bekommt, dass überall welche kommen können. So wie bei Dead Space, so nach dem Motto. Ja klar, den anderen treffe ich natürlich nicht. Weil der eine die ganzen Kugeln eingesteckt hat. Guck mal, wie er in die Kamera grinst. Ja klar, sicher doch. Ich hab euch alle lieb. Seid ihr jetzt alle tot? Nee. Meine Herren! Es hört ja gar nicht mehr auf. Ihr wollt alle sterben, ne? Oh, wir haben eine 7er-Kombo mal gehabt. Ich weiß gar nicht, war das jetzt bis jetzt die höchste, die wir hatten? Alter, der hätte mich fast erwischt. Komm, jetzt töte alle. Ja, das hat ganz gut geklappt. Die Zeit rennt uns davon. Ich will noch einige schaffen. Oh, Combo 5. Jetzt kommen bestimmt noch welche. Aber das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Dschungel, Südroute Nummer 2. So, wir müssen jetzt nach links. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Alter, willst du mich verarschen? Den habe ich nicht gesehen. Naja, er ist jetzt wenigstens tot. Das ist schon manchmal fies, wie sie da rausgesprungen kommen. Alter Falter. Passage zur Forschungseinrichtung. Na, ihr könnt euch das wahrscheinlich denken, genau. Hier sind nämlich unsere Freunde jetzt als normale Gegner. Alter, ist das dein Ernst? Warum muss der uns denn erwischen?
Und glaub mir, mit Dylan will ich nicht gegen diese Gegner kämpfen. Die sind echt ätzend. Nee, nix um alles in der Welt. Oh, da sind diese kleinen Mistviecher gewesen. Die hätte ich abschießen können. Das hätte so viele Punkte gebracht. Ah, die kommen auch nur ab und zu. Ja, diese Scheißdinger, ne? Die abwischen auch einen immer so gut. Alter. Forschungseinrichtung hinten. Okay. Da kommt her. Oh ja, drei an der Zahl. Alle guten Dinge sind drei, ne? Würde ich mal so sagen. Ja, und deswegen stehst du nochmal auf. Ich weiß. Ah, da kommen schon die Nächsten. Man hat ja echt keine Ruhe. Aber wie gesagt, das ist halt der Action-Faktor in diesem Spiel. Dass man einfach so wie so ein Berserker durchrennt und alles umnietet mit seiner Schrotflinte. Das ist schon eine krasse Sache, definitiv. Und wie das Blut am Spritzen ist. Ach, wie ich das vermisst habe. So. Das war jetzt totaler Bullshit. Wo haben wir das? Hier. Oh ja. Es belebt Körper, Geist und Seele. Geist und Seele, ja, ist das nicht irgendwie dasselbe? Ist ja auch jetzt irgendwie egal. So, die Tür werden wir jetzt noch nicht öffnen. Die eine. Sicherheitskontrollraum. Die werden wir im nächsten Part erst öffnen. Ich werde den Part nämlich jetzt erstmal beenden. Oh ja, ich werde den Part beenden. Wir haben einiges gefarmt. Wir können ja jetzt nochmal kurz gucken, damit wir es im nächsten Part nicht machen müssen. Was kann ich denn jetzt noch machen? Gibt es hier noch irgendetwas Neues? Nee, leider nicht. Heilung. Na komm, eins können wir uns gönnen. Die sind ja nicht so teuer und das heilt ja so gut wie fast komplett. Komm, den Bullshit könnten wir eigentlich auch kaufen. Ja komm, weil ihr es seid, kaufe ich mir das. So, Munition. Definitiv. Ja, aber klar. War klar, dass wir nicht mehr viel übrig haben werden wegen der Sache. Aber okay. Stimmt, die andere Waffe habe ich euch ja auch noch nicht gezeigt. Egal, das werden wir im nächsten Part machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, weil wir Horror Time mit Mr. Horror Jumper auf Wiedersehen.